Hallo, willkommen bei Nachhilfe Erjan. In diesem Video geht es um Integrale bzw. Flächen. In dem vorherigen Video habe ich ja gezeigt, wie man aufleitet. Das brauchen wir nämlich, erkläre ich kurz nochmal. Hier steht x hoch 2, der Exponent wird eine erhöht, wird zu einer 3 und vorne kommt immer ein Bruch mit 1 durch den neuen Exponenten. So, jetzt kommen wir zu Flächenberechnungen. Ist eigentlich auch ganz entspannt, muss man nur verstehen ein bisschen. Allgemein erkläre ich euch das mal kurz. Eine Fläche ist generell, bei dem Beispiel, ist das die Fläche, die oberhalb der x-Achse ist. Das, was hier in Rot markiert ist. Daneben steht die Funktion, also die, das ist eine Parabel, die ist nach unten geöffnet. Das ist die Funktion f von x gleich minus x² plus 1. Dann sagen die in der Aufgabe, berechnen Sie den Flächeninhalt, den die Funktion mit der x-Achse einschließt. Das habe ich euch jetzt hier in Rot markiert. Es kann auch sein, dass ihr da gar keine Zeichnung erst habt, sondern die sagen dann, berechne, wie gesagt, die Funktion, die mit der x-Achse eingeschlossen wird. Dann müsst ihr auf die Idee kommen, ihr braucht die Nullstellen, wenn die Aufgabe so ist. Das heißt, gleich 0 setzen, gucken, was kriege ich da für Werte raus. Dann müssten eigentlich minus 1 rauskommen und plus 1. Soll bedeuten, jetzt fangen wir an mit Flächenberechnung. Man macht erstmal ein Integralzeichen. Unten kommt immer die kleinere Zahl, das heißt bei minus 1. Die kommt hier unten hin und über dem Integralzeichen kommt die größere Zahl der Nullstelle, also die plus 1. Dann schreibt man die Funktion hier rein. Man kann da auch Klammern machen zwischen dx und der Funktion. Wichtig, bitte nicht f von x, entweder schreibt ihr nur f von x dx oder ihr schreibt das, was hinter dem Gleichzeichen steht. Am sinnvollsten natürlich das, was hier hinter steht, weil das müsst ihr dann aufleiten. Bedeutet, ich habe hier nur nichts gemacht. Ich sage einfach nur, die Aufgabe sieht dann so aus, Integral bestimmen, von minus 1 bis plus 1 dx. Jetzt kommt das, was ihr machen müsst. Ihr schreibt dann hier hinter ein Gleich. Ich mache es jetzt untereinander. Dann müsst ihr die Funktion aufleiten, also nach so einer Regel. Das mache ich jetzt mal. Es wird x hoch 2 wird schon mal zu einer x hoch 3. Und davor kommt 1 durch den neuen Exponenten 3. Und bitte aufpassen, hier ist ein Minus, also mache ich ein Minus davor. Habe ich das schon mal aufgeleitet. Jetzt die plus 1 auch noch aufleiten. Was habe ich euch gesagt in dem Video davor? Jede Zahl aufgeleitet, hängt man nur ein x dran. Dann mache ich einfach plus ein x. Schon habe ich die Aufleitung. Wichtig ist, ich betone, bei Flächen kommt kein plus c. Wenn du normal aufleitest, kannst du immer plus c, aber hier brauchst du das nicht. Dann kommen nochmal die obere und untere Grenze. Hier muss man die auch hier am Ende nochmal hinschreiben. Minus 1 und 1. Jetzt ganz wichtig, merkt euch das bitte. Die Regel sagt Obersumme minus Untersumme. Ich schreibe die mal hier drunter in klein auf. Ober, warum betone ich das? Obersumme minus Untersumme. Das hört schon mal alles so kompliziert an, aber ist eigentlich ganz gechillt. Bedeutet einfach, die obere Zahl zuerst für x einsetzen, minus die untere Zahl für x einsetzen. Dann mache ich das mal. Das bedeutet dann gleich, jetzt schreibe ich das hin, minus ein Drittel mal, aufpassen, jetzt setze ich die obere zuerst ein. Für x setze ich eine 1 hoch 3 plus, hier auch noch das Ganze, 1 mal 1. Fertig, in Klammern. Minus, jetzt kommt die Untersumme. Jetzt setze ich die minus 1 ein. Bitte Klammern nicht vergessen, sonst macht ihr nur Vorzeichenfehler. Wieder alles abschreiben und minus 1 einsetzen. Minus ein Drittel, das kommt hiervon, mal, jetzt aufpassen, das ist eine negative Zahl, ihr müsst die in Klammern hinschreiben. Also Klammer auf, minus 1 hoch 3 steht da, habe ich hier dafür eingesetzt. Und dann hier wieder plus 1 mal wieder die minus 1 einsetzen, in Klammern minus 1. Und wenn ihr das dann berechnet, habt ihr direkt schon die Lösung raus. Das Coole ist jetzt, gut, man kann es nämlich immer, da müsste jetzt eigentlich 4 Drittel rauskommen. Wenn man das im Taschenrechner eintippt, kommt hier irgendwie 4 Drittel raus. 4 Drittel. Und dann kann man hinschreiben, wenn die nach einer Fläche reden, wie hier, bitte groß FE hinschreiben, Flächeneinheiten. Und nur damit ihr wisst, es gibt manchmal auch Negativflächen. Wenn das so wäre, alles unterhalb der x-Achse, das ist eine negative Zahl und das ist eine positive Zahl. Heißt, wenn das unterhalb der x-Achse und die wollen eine Fläche haben, dann könnt ihr Betragsstriche machen, damit ihr nur versteht, wann
es positiv und waren negativ ist. Jetzt zeige ich euch das ganz schnell noch mit dem Taschenrechner zum Abchecken, ob das auch richtig ist. Ich habe jetzt diesmal beide von Schülern gesponsert bekommen. Mit beiden zeige ich das. Mit dem weißen geht es genauso. Also bei dem geht ihr, ich gehe mal ganz raus. Also ihr müsstet erstmal auf F4 gehen. In dem normalen, dann geht ihr auf F6, einmal nach rechts, so ein Pfeil. Und dann ist da schon ein Integralzeichen, dann F1. Und wenn man das dann tippt, dann zeigt er so und dann kann man das alles genau so eintippen und einfach auf gleich drücken, dann hat man schon die Lösung. Bei dem Taschenrechner das gleiche nochmal. Ach Mann, Kameramann, was willst du? Ja, ich rufe dich sofort an. Ja, okay. Ciao. So, bei dem, sorry, es geht weiter, bei dem ist es genauso. Du machst dann hier, gehst du auf, ganz wichtig, erstmal Menü, wenn du normal Unterpunkt hast. Dann gehst du auf Menü, dann gehst du auf Analysis, merkt euch das, Analysis. Dann einmal nach rechts, dann steht da schon numerisches Integral, zack. Und dann tippt ihr das so ein und dann drückt ihr da einfach mal auf gleich und dann kommt das raus. Bis dann, ich hoffe, ihr habt es verstanden. Bei Fragen bitte schreiben, Kommentare abgeben. Bis dann.